aber dein Klamottenstil, ich wollte nie schießen. Digga, besitzt du eine Jeans? Jetzt mal ernsthaft, besitzt du eine Jeans? Ja. Servus Freunde, moin zu Umut. Moin. Wir spielen jetzt eine Runde Schwarz oder Rot. Umut ist schwarz, ich bin rot und der Ferminator stellt die Fragen, auf geht's. Die erste Frage kommt: Wer kommt morgens besser aus dem Bett? Sehr schön. Wenn der schwarz hochgehoben ist, natürlich auch. Nein, ihr seid es komplett rein. Der Typ steht um 5 Uhr morgens auf, der hat keine Ahnung, was soll ich machen? So, zweite Frage: Wer ernährt sich gesünder? Ihr seid euch wieder einig. Ja, das war hätte mich auch gewundert nach dem, was ich letztens am Bahnhof erlebt habe. 5 Uhr morgens Mac ist so, to go mäßig nach Hamburg. Okay. Ja, wer hat den besseren Klamottenstil? Ja, ihr seid beide da auf jeden Fall eher eurer Linie treu. Digga, du trägst nur Jogger. Entspannt. Aber du trägst ja nichts anderes als Jogger. Das ist doch entspannt. Was aber das ist doch kein Klamottenstil, wenn du nur Jogginghose, du kannst ja nicht nur Jogginghose tragen. Red nicht so viel, dein Klamotten, egal. Nur Jogger. Und er nennt es Klamottenstil. Ist doch Klamottenstil. Ich trage die President Jogginghosen, deswegen. Vierte Frage: Wer hat den besseren Übergang, haartechnisch? Wann? Kein Wann, da gibt es auch kein Wann. Doch, wann? Egal wann. Wann? Generell oder jetzt? Sagen wir mal aktuell. Ja gut, was soll ich da... Generell, das ist die Frage, das ist die Beantwortung. Ich zeige jetzt schwarz, weil ich habe gerade überhaupt keinen Übergang. Ja. Aber generell sage ich schon ich, weil er schneidet sich die selber, ich gehe zum Friseur. Ich schneide sie selber. Dachte ich immer, okay. Oder gehst du zum Friseur nochmal? Natürlich. Ansonsten hoffen wir, dass ihn der Umut bald wieder anständig ist. Das ist der Wahnsinn, was ich gesagt habe. Fünfte Frage: Wer behält in der 90. Minute eher den kühlen Kopf? Heute keiner. 3, 2, okay, beide sagen rot. Ich sag das aber nur, weil ich viele Tore in der 90. dieses Jahr gemacht habe. Generell, ich würde es nicht pauschalisieren. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir sind beide eigentlich relativ ruhig so. Ja. Aber der war erst 27, er kann mein Vater sein, und hat mehr Erfahrung, deswegen kann ich mal eben sagen. Sechste Frage: Bei wem fliegt er, der Controller? Drei, zwei, eins. Umut, was ist das? Du musst dich entscheiden. Nein, da gibt's einfach gar nicht. Das ist gar nicht. Keine Ahnung. Okay, warte, ich entscheide mit 3, 2, 1. Okay. Ihr habt Umut hat rot, Gauch hat schwarz. Controller? Ich wäre immer ein Controller. Ich habe auch noch nie einen Controller. Was ist das für eine Frage? Ja, es gibt eher so einen auf dem Tisch. Deswegen, ich habe erstmal so gemacht, Bruder. Ja, also Controller werfe ich auch nicht. Achte Frage: Wer ist sportlicher? Ja, beide einig. In meiner Prime hätte ich schwarz gemacht, aber jetzt gerade ist es aktuell nicht so, deswegen. Neunte Frage: Wen trifft man, wenn Corona vorbei ist, eher im Club? Ja, ihr seid euch logischerweise einig. Wer von euch spielt mit dem besseren Controller? Sorry, okay, ihr wart euch nicht einmal kurz einig. Nee, okay. Ja. Ich weiß, dass er schwarz zeigt, aber ja, das kann ich so nicht stehen lassen. Okay, das sehr gut. Ich wollte uns auch gar nicht sagen. Ich auch nicht. Die elfte Frage: Wer ist abends länger wach? Nein, wer ist abends länger im Handy? Bist du. Okay, beide schwarz. Sehr gut. Auf jeden Fall habe ich mich gefreut. War eigentlich ein relativ gutes Ergebnis, bin ich zufrieden mit. Und vielleicht wiederholen wir das Ganze nochmal, vielleicht auch. Mit anders wiederholen wir das. Ja, mit anders, mit Terminator, vielleicht sitzt er dann nochmal hier. Statt mit Lena, genau. Und wir machen irgendwann nochmal das Quiz mit den Foodkarten. Okay, haut rein, Jungs. Ciao.